Niantic lässt nicht locker, das nächste Event wurde angekündigt, nämlich der Pokémon Day. Außerdem eine neue Raid-Stunde. Boreos ist seit heute als 5er Raid verfügbar und die Spotlight-Stunde mit Onyx, über die werde ich heute quatschen. Im Hintergrund gibt es auch Gameplay dazu. Von 18 bis 19 Uhr habe ich gestern gespielt, fleißig und ein paar Onyx absahnen können. Mehr dazu und mein Feedback später noch. Wir starten allerdings mit dem Pokémon Day Event. Pokémon feiert Geburtstag. Im vorherigen Jahr gab es Shiny Taubsi neu. Und dieses Jahr kehrt Rüstungs-Mewtwo, Mewtwo in Rüstung zurück. Auch im Zuge der Netflix-Veröffentlichung des Remakes von dem ersten Pokémon-Film. Paar neue Partyhut-Pokémon und mehr. Gehen wir es mal der Reihe nach durch. 25. Februar, 22 Uhr unserer Uhrzeit wird es starten. Bis zum 2. März, also wieder ein relativ kurzes Event. Wilde Partyhut Pikachu und wilde Partyhut Evoli. Die sind beide auch in Shiny möglich. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir noch kein Partyhut Evoli, oder? Der Pikachu allerdings schon. Dann gibt es die drei Starter der ersten Generation mit Partyhüten aus 7 Kilometer Eiern. Auch in Shiny möglich, diese drei. Mewtwo in Rüstung kehrt zurück in den 5er Raid mit der, sagen wir mal, Legacy-Attacke Psychostoß, Typ Psycho. Außerdem, was die Raids betrifft, da wird es im 4er Raid unter anderem, die drei werden eben in der Ankündigung genannt, Bisaflor, Glurak und Turtok als Klon geben. Wer den Film gesehen hat, die geklonten Pokémon, die sehen ein wenig anders aus. Die wird man eben im 4er Raid erhalten können. Und fleißig Fotos knipsen im Go-Schnappschuss-Modus, denn Klon-Pokémon können sogar Fotobomben, also so wie Farbigel, und die kann man danach fangen. Richtig genial. Kleiner Hinweis am Rande, es zählt immer nur das erste Foto jeder Session. Man kann nicht 1000 Fotos hintereinander machen und hoffen, dass man gefotobombt wird, sondern Go-Schnappschuss-Modus starten oder auch im Buddy-Menü Foto machen, schließen. Starten, Foto machen, schließen. Und man kann in dieser Woche zweimal den Spezialtausch pro Tag durchführen, normalerweise nur einmal möglich. Partyhut-Shinies, Mewtwo mit Rüstung zurück, Klon-Pokémon und als Fotobomb mehrmals Spezialtausch. Das war das Pokémon Day Event. Und dann erhalten wir auch im Zuge dessen einen Raid Day mit Nidorino und Gengar. Am 1. März von 14 bis 17 Uhr lokale Uhrzeit, egal wo auf der Welt man sich befindet. Warum Nidorino und Gengar? Nidorino, vor allem beide mit Partyhut. Nidorino ist im 2er Raid und Gengar mit den Attacken Schlecker, Psychokinese im 4er Raid. Beide auch in Shiny verfügbar, mit Partyhut eben. Und es gibt 5 gratis Raid-Pässe, wenn man einen Raid macht. Fotoscheibe dreht, neuer gratis Raid-Pass, Raid machen, Fotoscheibe drehen, bis zu 5-mal möglich. Und ich finde richtig genial, warum diese beiden Pokémon ausgewählt wurden. Im Intro der ersten Generation Pokémon Rot, da kämpfen Gengar gegen Nidorino. Und auch im Anime haben diese beiden Pokémon eine Bedeutung. Ich zitiere hier mal PokéWiki. In der ersten Episode des Animes Pika Pikachu sieht man ein Nidorino, wie es gegen ein Gengar kämpft, in einer Sendung, die sich Ash im Fernsehen ansieht. Des Weiteren sind Nidorino und Gengar die ersten beiden Pokémon, die im Anime gezeigt wurden. Ah ja. Und außerdem war das immer schon für das Teaserbild bei PvP und so, als es damals eingeführt wurde, kann ich mich erinnern an Nidorino und Gengar. Finde ich genial, finde ich definitiv witzig. Nidorino mit dem Hut, wer weiß, ob man das entwickeln kann. Vermutlich eher so ein Sammlerstück. Ja, und Gengar in Shiny, wie kann man da nein sagen? Das Pokémon Day Event und der neue Raid Day mit Nidorino im 2er Raid und Gengar im 4er Raid. So viel mal dazu. Dann ist seit heute Boreos im 5er Raid verfügbar. Außerdem eine legendäre Raid-Stunde von 18 bis 19 Uhr. Mittwoch wird vermutlich jeden Mittwoch jetzt auch so stattfinden. Und im Zuge dessen haben sich die Raids ebenfalls geändert, die normalen. Da möchte ich eine Infografik von Couple of Gaming einblenden. Was hätten wir denn hier so? Praktibalk ist geblieben. Gibt es momentan nur in den Raids.
und den 10 Kilometer Eiern, aber eben nicht in der Wildnis. Dann Ele Zeba, ja, wer den Pokédex-Eintrag noch benötigt, aber kann nicht shiny sein. Flunkiefer im Zweier-Raid, ich muss sagen, obwohl Flunkiefer haben wir momentan auch bei den Team Go Rocket Bossen, aber ich bin mit Flunkiefer im PvP echt zufrieden. Alola Raichu im Dreier-Raid ist ebenfalls für PvP ganz interessant. Genauso wie Alola Knogger im Vierer-Raid kann man für PvP machen. Dann haben wir Rizeros, jetzt wurde ja der Rihorn Community Day schon bestätigt. Allerdings hierbei, Rizeros kann nicht shiny sein. Ach so, Quatsch. Die Familie gibt es ja noch gar nicht in Shiny, aber auch wenn wir Rihorn Shiny schon hätten, könnte Rizeros direkt gefangen vermutlich nicht Shiny sein. Ja, ansonsten im X-Raid noch Regigigas und im 5er-Raid Boreos. Schauen wir uns dieses Pokémon mal genauer an. Die Konter dagegen, Gestein, Eis und Elektro. Eine Kampfsimulation von Pokébattler zeigt mit Level 40, aber ohne Freundes-, ohne Wetterbonus. Man kann dieses Pokémon definitiv zu zweit schaffen, wer eine Herausforderung haben möchte. Je nach Wetter und je nach Freundesbonus könnte es auch noch einfacher sein, aber im Grunde drei Leute mit Top-Countern und wenn man noch nicht Level 40 ist, eher in Richtung 30, dann so in etwa 5 Leute bis 6 Leute sollten das dann schon schaffen können. Rameidon ganz vorne mit dabei, aber hier mal bedenken, die Zahl neben diesem Totenkopf hält relativ wenig aus. Also auch wenn hier zum Beispiel im Vergleich zu Magnezone einige Sekunden Zeit zum Sieg liegen, in etwa 10%, hält dafür Rameidon gar nichts durch. Also geht so oft drauf und man bräuchte dann viel mehr. Ich werde ein paar davon in mein Team reinnehmen, ein paar Raikou. Raikou hält ganz gut aus, vielleicht ein Zapdos. Magnezone habe ich auch eins gepusht. Ich werde so ein bisschen bunt durchmischen, denke ich mal. Kleiner Spaß am Rande, wer einen Boreos gefangen hat, kann es mal zum Kumpel ernennen. Das fliegt irgendwie 10.000 Kilometer hoch in der Luft. Und ist außerdem, wenn mich nicht alles täuscht, das bisher erste Pokémon nur vom Typ Flug. Deshalb auch ein spannender Hintergrund beim Pokémon-Bild. Also es gibt bisher wirklich noch kein einziges Pokémon, welches nur vom Typ Flug ist. Deshalb haben wir diesen Wolkenhimmel-Hintergrund noch gar nicht zuvor gesehen. Das mal zu Boreos. Ich glaube, mit den News soll es das mal gewesen sein. Ja, dann gestern war eben das erste Event dieser Sorte, nämlich die Spotlight-Stunde, die Rampenlichtstunde. Es wurde vorher nicht angekündigt, dass es mit Onyx ist. Man hat es aber doch schon in etwa 12 Stunden vorab wissen können, nämlich wegen Zeitverschiebung fand das Event schon bei anderen Leuten statt. Es waren die Onyx ja so geboostet, aber je nachdem, wo man sich gerade befand, wenn man bei in der Nähe nachgesehen hat, man hätte gar nicht bemerkt, dass dieses Event momentan stattgefunden hat. Ich habe einen Rauch aktiviert, aus dem Rauch eine hohe Onyx-Rate. Dann im Stadtpark bisschen haben wir Lokmodule gezündet, aus den Lokmodulen ebenfalls sehr, sehr viele Onyx. Aber so in der Wildnis von den normalen Spawnpunkten eher nicht so unbedingt. War im Prinzip ganz nett, weil Onyx jetzt nicht das allerhäufigste Pokémon ist, abgesehen davon, dass wir es schon in einigen Events auch hatten. Die Shiny-Chance war unverändert. Wir waren irgendwie bei 8 Leuten, hatten, wenn mich nicht alles täuscht, 4 ein Shiny in der gesamten Stunde oder vielleicht 5. Ich bin leider leer ausgegangen, aber habe schon ein paar Shiny Onyx, von daher bin ich zufrieden. Ich muss sagen, im Allgemeinen, so ein regelmäßiges, einstündiges Event, ohne groß anzukündigen, gerne. Mit ein paar seltenen Pokémon und so, aber vielleicht noch, ich meine, ich will nicht zu viel verlangen, vielleicht doppelter Sternenstaub für das Fangen von genau diesem einen Pokémon. Ich weiß, es kommt noch diese Mystery-Bonus-Stunde, aber noch irgendein kleiner Bonus für genau dieses Pokémon. Oder zumindest noch ein paar mehr Spawnpunkte in dieser Stunde, sodass man mehr Onyx auch hat, weil manchmal ist es einem so vorgekommen, ja, okay, vielleicht ist Onyx gerade häufiger wegen Wetterboost, so, aber oder vielleicht die Shiny-Chance noch einen kleinen Ticken raufdrehen, sodass man, wenn man eine Stunde komplett durchspielt, mindestens eines auch bekommen kann, wenn man echt fleißig ist. Ansonsten, ja, ich meine, ist kein Event, wo man was verpasst, was schon mal gut ist.
Wer unbedingt dieses eine genannte Pokémon dann noch haben möchte, der kann sich die Stunde frei nehmen. Für uns natürlich gut, weil wir es schon im Vorhinein dann wissen. Für die Leute aus Australien, Neuseeland und so weiter, bisschen doof, die sind überrascht, nehmen sich vielleicht 18 Uhr die Zeit und dann kommt raus, oh, Pokémon, welches ich ja überhaupt nicht benötige. Ja, so ist das Leben. Ansonsten würde ich mal sagen, war es das mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.